Hallo, ich bin Matthias und ich bin einer der Gründer von Jimdo. Wir versuchen ja immer positive Beispiele von Unternehmern zu finden, die ganz proaktiv mit der Krise umgehen. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Coral von den Kitchen Guerillas. Hallo Coral. Hallo, Was grüß machen denn die Kitchen Guerillas? Wir planen, konzipieren Events und bekätern Events und entwickeln Eventkonzepte. Darüber hinaus beliefern wir, bekochen wir Unternehmen, vor allem digitale Unternehmen. Und zusätzlich produzieren wir Content auch. Also wir Okay. haben drei Bereiche: Kantine, Content, Catering, kann man das so bezeichnen. Natürlich hat diese Krise uns sehr unerwartet erwischt, aber das ist mit jeder Krise so, finde ich. Wir haben durch die Krise jetzt nicht groß Leute entlassen oder in unserer Struktur was geändert, sondern wir bleiben nach wie vor Kitchen Guerilla, versuchen aber in der Krisenzeit unsere Modelle ein bisschen anzupassen. Im Grunde geht es viel um Kommunikation. Die Erfahrung, die ich gerade mache, ist seit Beginn dieser Krise, ist, dass viel mehr Kommunikation gefragt wird. Man muss viel mehr in Dialog sein, sowohl mit den Lieferanten als auch mit den Kunden, aber auch mit den Gästen und auch mit der Öffentlichkeit. Je mehr gesunde und durchdachte Kommunikation, desto schneller kann man gemeinsam und solidarisch Lösungen entwickeln. Wie lief denn das ab in der Krise? Also, wann hast du es wirklich gemerkt und was waren denn die ersten Schritte? Vielleicht hast du auch einfach ein, zwei Anekdoten, die du teilen magst. Dabei entstanden parallele Ideen. Also eine Idee ist zum Beispiel, dass wir mit der Kitchen Guerilla erstmal als Notlösung ein Projekt entwickelt haben namens Solli Küche, wo wir gesagt haben, okay, wer ist von so einer Krise massiv betroffen? Also Ärmere. Wir haben einen Online-Shop, wir haben einen Follower, eine Reichweite. Wie können wir das gut einsetzen? Wir haben uns davon inspiriert. Mein Bruder Onur hatte die Idee, in der Türkei, wo wir ursprünglich herkommen, gibt es eine Kultur namens Aske. Es gibt so kleine Restaurants, wo du mittags zum Essen gehst, dir mal was bestellen kannst, in so einen Eintopf oder Suppe oder was weiß ich was, und vielleicht zwei, drei bezahlst, aber nur eine Portion selber isst. Die übrig gebliebenen Portionen werden auf so eine Kreidetafel aufgeschrieben und jemand, der kein Geld hat, bedürftig ist, kann in so einen Laden rein und sich quasi von dieser Tafel bedienen. Wir haben das jetzt spontan für uns digital eingesetzt und gesagt, Leute, und das haben wir auch ganz transparent beschrieben. Befinden wir uns gerade alle in der Krise und müssen neue Lösungen entwickeln. Und wir haben alle jetzt, glaube ich, Begriff Kurzarbeit zum ersten Mal in unserem Leben gehört und verstanden, was das überhaupt bedeutet, für uns, auch für unsere Mitarbeiter. Haben wir gesagt, damit unsere Produktionsküche weiterläuft und zumindest ein paar von unseren 20 Mitarbeitern, in dem Fall zwei oder drei, die ohne Kurzarbeit da weiter produzieren können, können wir daraus auch was Sinnvolles, Gutes machen mit eurer Unterstützung, sodass wir jeden Tag Obdachlose und Bedürftige in Hamburg beliefern. Echt Und die super. Idee kam gut an und zurzeit sind wir circa bei 1300 bis 1500 Portionen für die Obdachlosen plus paar Kunden von uns, die auch dazu was beisteuern. Also es geht dann Richtung 2000 mit Glück, Obdachlose und Bedürftige zu beliefern. Wir sind da direkt mit verschiedenen Vereinigungen in Kontakt. Bürger helfen Bürgern, Arbeiter-Samariter-Bund etc. etc. Und das veröffentlichen wir wöchentlich über unsere Social-Media-Kanäle, wie viel Essen wir gekocht haben, wer was davon bekommen hat und wie viele Tickets verkauft wurde. Diese Idee ist so gut angekommen, dass wir das auf jeden Fall auch nach der Krise weiterverfolgen werden und sind auch mit weiteren Gastronomen im Gespräch, dass wir das regelmäßig umsetzen werden oder wollen. Ihr macht ja auch noch was anderes. Ihr macht ja auch noch Kochen für Helden, ne? Ja, genau. Also vor einigen Wochen hat auch ein Kumpel aus Berlin, Max Strohe, der auch ein Sterne-Restaurant hat, mit dieser Idee angefangen, dass er von seiner Restaurantküche aus, Toulouse-Lautrec, mal Krankenhäuser beliefert hat. Der hat angefangen mit 50, 100, 150 Portionen und hat Stationen beliefert, weil er mitbekommen hat, oh, hier funktionieren bestimmte Strukturen nicht. Kantinen werden dicht gemacht und Leute haben Versorgungsprobleme. Und das sind unsere Alltagshelden. Also das sind Menschen, die gerade am vordersten Front für die Gesundheit und für uns alle mal arbeiten und auch die eigene Gesundheit riskieren als eine Geste, als eine Dankeschön. Wir haben mit der Bullerei Gute Botschaft über Quell, Hebel,
Salt and Silver und Clip Krog zusammen mit Kitchen Guerilla, so eine Art von Grundinitiative hier für Hamburg gegründet. Und jetzt sind weitere Restaurants, Heldenplatz, Jellyfish und so weiter, dazugekommen, sind mittlerweile über glaube ich, 12, 13 Betriebe, wollen auch mehr mitmachen. Wir haben das unglaublich gut strukturiert, muss ich sagen, haben ein Zentrallager, haben wahnsinnig gute Lieferanten, die uns mit MHD-Ware unterstützen, also Metro, Transgourmet und alle weitere wie Marker, die auch teilweise lokal tätig sind, sodass wir von den Lebensmitteln zur Verfügung gestellt bekommen. Wir kochen gerade, glaube ich, über 1000 Portionen pro Tag. Wahnsinn. Und beliefern Corona-Stationen von Albertin-Krankenhaus bis hin zu UKE, Institut für Hygiene, verschiedene Labore, LKW-Fahrer, die irgendwo stecken geblieben sind, Supermarktkassiererinnen mit einem Wahnsinnsstruktur und Netzwerk. Wir haben Warenannahme, es sind zurzeit über 100 Leute, die daran massiv arbeiten, komplett ehrenamtlich. Durch diese Entschleunigung bin ich der Meinung, dass ich jetzt seit ein paar Wochen in der Lage bin, deutlich mehr Zeit für essentiellere Sachen zu haben und da rein zu investieren und kreative Lösungen zu entwickeln, sowohl für unser Unternehmen als auch für andere. Und ja, Wahnsinn. Das triggert mich gerade enorm. Ich bin sehr glücklich darüber und finde ich diese Zeit, diese Challenge sehr inspirierend und sehr produktiv auf eine Art und Weise. Ich habe zumindest etwas Hoffnung, dass wir auch von dieser Krise paar positive Lehren auch danach mitnehmen und gemeinsam neue Modelle entwickeln, unser Umgang, unsere Unternehmenskultur vielleicht mal weiterentwickeln und gucken, wie wir Dinge für alle besser machen können. Wie geht es denn jetzt für euch weiter? Was ist auch das, was du jetzt für euch in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich erwartest? Und vielleicht auch, was sind noch Ratschläge, die du anderen Gastronomen jetzt mit auf den Weg geben würdest? Nicht jeder hat natürlich so ein Netzwerk, arbeitet nicht so digital oder aber auch hat so viele Kontakte. Ein Italiener um die Ecke hat ganz andere Sorgen als wir in unserem Netzwerk und mit Social Media und mit unserer ganzen Verbindung zu anderen Gastronomen. Klar ist es sehr schwierig, aber ich glaube daran, dass jeder für sich versuchen soll, in seinem Netzwerk Gruppen zu bilden und miteinander zu kommunizieren und gemeinsam Lösungsansätze zu finden. Bevor wir mit Kochen für Helden und Soli Küche angefangen haben, mit Patrick von der Bullerei und mit Joe von Salt and Silver, haben wir ja vor 3 Wochen einen Brief an Senat Hamburg geschickt und draußen eine Petition bei change.org mal entwickelt für die Bundesregierung, wo wir ganz klare Fragen und Forderungen an die Bundesregierung hatten und gesagt haben, wir wollen mit euch reden, wir wollen es verstehen, wir wollen auch verstanden und gesehen werden mit dem Hashtag wir sind bereit. Und unsere Hauptfragen, da ging es um diese Kurzarbeitgeld. Wie kann man das erhöhen? Da ging es um die ganze Zuschüsse, Thema Steuer, Thema Mietrecht. Wo könnt ihr uns unterstützen? Weil am Ende reden wir bei Gastronomie vor allem über einen Geschäftszweig. Das ist nicht so wie bei der Auto- oder Pharma- oder Waffenindustrie. Das hat nicht so ein Lobby. Und das hat nicht so eine Stärke. Die Dehogas dieser Welt machen da und hier was, aber Gastro hat nie so eine richtige Einigung, ja? Wir haben versucht, zumindest das inoffiziell voranzutreiben, weil wir gerade alleine in Deutschland über 2,4 Millionen Menschen reden, die von der Gastronomie leben. Perfekt, alles klar. Letzte Frage, die ich habe, Coral, ist, wie können Kunden euch oder die Gastronomie gerade am besten unterstützen? Es gibt verschiedene Wege. Die Gäste oder Fans können zum Beispiel bei Aktionen wie Kochen für Helden uns für lokale Crowdfunding-Kampagnen unterstützen. Bei Better Place und Start Next laufen gerade Kampagnen für Berlin und andere Städte. Und jetzt gehen wir am Donnerstag mit unserer Hamburger Kochen für Helden-Kampagne online. Und dann bitte Petition unterschreiben und auch die individuelle Gastronomen vor Ort unterschreiben. Wenn wir Kitchen Guerilla Fans haben, so wie mit der Soli-Küche, wenn jemand Lust drauf hat, soll auf unsere Webseite gehen, soliküche.org und da mal ein Ticket kaufen und transparent wird das dann gezeigt, wie, warum, weshalb wir mit dem Geld machen, wem wir bekochen, zumindest emotional dazu beitragen, dass mit dem bisschen Geld, was man da mit sozusagen investiert, auch was Gutes woanders passiert, wo andere Leute was benötigen, dadurch produziert wird
und vielleicht ein paar Arbeitsplätze gerettet werden. Coral, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und diese großartige Inspiration. Wir drücken euch alle Daumen, dass es für euch gut weitergeht, dass ihr gut durch die Krise kommt und dass es danach dann auch wieder bergauf geht.